Horror. Ich sitze hier so ein bisschen brav jetzt, guck mal. Stimmt, ja. Sehr brav. Ist mein Schulmädchensitz. Habe ich Einen optimiert. wunderschönen guten Abend. Liebe Freunde aus dem Internet, schön, dass ihr da seid. Direkt nach dem Toilettentalk seid ihr dran geblieben, zumindest zu einer sehr großen Stückzahl, um euch nicht die neue Ausgabe Horrorphobia entgehen zu lassen. Dieses Mal sitzt nicht die wunderbare Manchi neben mir, sondern der wunderbare Dirk. Hallo Dirk. Obviously. Obviously ist das nicht Manchi Crunchy, sondern Dr. Dirty Dirk, bekannt aus Formaten wie Stiftung Dirk Test. Zum Beispiel Erfolgsformate. Erfolgsformate wie Stiftung Dirk Test. Oder Oder der Baureporter. Dirk bei Daylight. Dirk bei Daylight. Oh Sehr ja, passend. thematisch sehr passend. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch im Chat. Ihr seid im Horrorphobia. Das bedeutet, ihr könnt Einfluss drauf nehmen auf unseren Gemütszustand. Ich finde es nicht okay, dass du ein heißes Getränk auf den neuen Tisch stellst. Meinst du, das kann er nicht? Nee, ich glaube, ich würde das nicht tun. Vielleicht kann er das Es nicht. müssen keine Getränke auf dem Tisch stehen. Ich stelle ihn Du kannst daneben. sie da vorne hin. Das ist hier das neue Set, Dirk. Komme ich auch besser Es fände dran, ich ehrlich gut, wenn gesagt. du das noch ein bisschen respektvoll behandeln würdest. Und nicht, als wäre es hier deine Küche da. Ja. So, dass wir es kurz einmal geklärt haben, Ja. Fräulein. Fräulein von und Was zu. ist eigentlich mit den Deckenlichtern da? Kommen die noch raus? Die Deckenlichter. Welche? Da. Die Nee, können doch die noch müssen raus. anbleiben. Wirklich? Ja, sonst ist es doof verkabelt. Können wir jetzt, genau. Ernsthaft? Das ist da im Strom. Die Lampen hier sind da im Strom. Nein, nein, nein. Aber alles andere da ist da im Strom. Die Box. Ja, jetzt kann die aus, theoretisch. Theoretisch könnten wir es jetzt ausmachen. Ja? Stört dich das? Ja, ist ja, also für ein Horrorspiel kannst du nicht Licht anmachen. Nee? Nee. Guck mal, der Janik geht gerade und ist auch ein bisschen entsetzt durch deine Pingeligkeit jetzt hier. Pingeligkeit? Pingeligkeit. Ich Einfach will. da den, genau, den Nur leuchtenden, weil du jo, dir die bumm, letzten Male besser jetzt. dir so schön gemütlich das machst. Ich mache mir das gemütlich, ich habe Angst. Ja? Dirk, das ist alles nur wegen meiner Nerven. Ja. Also, Freunde. Oh, kein Signal. Wie seht ihr, kennt ihr das Horror-Gameplay oder Horrorphobia? Es läuft wie folgt. Es läuft wie folgt, wenn ihr uns unterstützen mögt. Durch zum Beispiel Bits, durch Subs oder durch eine Donation. Dann wird ein lauter Sound abgespielt. Wir können ja mal gerade testweise an abfeuern, Regie. Seid ihr bereit, testweise, dass wir die Lautstärke einstellen können? Dann hört ihr das zu Hause auf. Ja, gut, Er ich ist glaube, das schon passt. laut. Das ist sehr gut, glaube ich. Sind die anderen lauter oder ist das das lauteste? Oh, okay, vielleicht ein bisschen leiser. Ja. Geht aber noch. Geht Vielleicht noch, aber man erschreckt sich. Oh Gott. Schon. Das habt ihr als kleines Spielzeug. Außerdem. Noch ein Oh, bisschen die sind leiser, doch gut. bitte. Noch ein Nein. bisschen. Doch, bei Ach, mir ist der du laut. Muschi. Dann hast du alles nur Ach, leise. komm. Bei mir, ich habe extra ein bisschen lauter Ach, gemacht. komm. Ja, ist so. Ach, komm. Ich mache mal. Du hast eben bei der Matz, da habe ich nämlich gedacht, oh Gott, mir Ja. zerfetzt es die Ohren. Ja. Und dann hast du gesagt, nee, das muss so laut. Ja, vielleicht dachte Da ich. konnte ich schon nicht. Ja. Das ist jetzt okay. Im Ja, das. Vergleich zu der Matz eben ist das Nein. okay. Ach du. Das könnt ihr machen und ihr könnt, wenn ihr eure Channel Points ausgebt, könnt ihr Nebel machen. Ja? Ich würde euch allerdings bitten, nicht so zu übertreiben wie letzte Woche. Ganz im Ernst. War doll? Bitte? War doll? Es war wirklich, wir haben den Fernseher nicht mehr gesehen. Wir mussten das Spiel pausieren, weil wir den Fernseher nicht mehr gesehen haben. Wir mussten hier mehrmals das Studio lüften. Es war nicht möglich, hier weiterzuspielen. Eskaliert nicht völlig, habt Spaß damit, aber eskaliert nicht völlig. Denn, Achtung, es gibt Freitag The Witcher Gameplay. Das bedeutet, eure Channel Oh. Points könnten da auch noch wichtig sein. Ja, Kurzer unbedingt. Hinweis, nicht, dass hier alles inflationär behandelt wird. Es kann sein, dass ihr im Grunde eure Channel Points noch braucht. Ich sag's nur. Ich sag's nur. So, was gibt's noch? Ach, okay, genau. Und es gibt noch ein neues Feature. Wir können ja mal schon mal auf die In-Game-Kamera wechseln. Oder steht das schon irgendwo? Meine Herzfrequenz gibt es. Oh ja, bist du schon verkabelt schon? Ja, die müsste eigentlich. Oh, ich habe mein Handy. Vielleicht ist mein Handy zu weit weg. Das ist in der Regie gerade. Wenn meine Herzfrequenz nicht angezeigt wird, dann müsstet ihr mir einmal mein Handy bringen. Dann muss ich dich kurz wiederbeleben. Ja, Die läuft jetzt vielleicht gerade noch. Relativ entspannt. Ich hoffe zumindest, wenn ich ehrlich bin, dass mein Ruhepuls nicht zu hoch Ich ist. muss diesen Tee gleich weglegen, solange er noch so heiß ist. Ich Ja, schwör's dir, genau. ich beschütte mich. Ah, mein, es zeigt nicht an. Nee, da komme ich nicht dran. Ja. Ist zu Oh Gott, kurz, nee, ich komme nicht nicht dran. werfen, nicht werfen. Achtung, das ist Yannicks Hintern. Ah! Oh, nice. Nice. Sehr lustig. Oh, warte. Hä? Nee, wie rum geht das Handy? Ich kenne mich mit dem Handy nicht aus, ne? Weißt du eigentlich, Was denn? warum ich den asiatischen Schulmädchensitz gewählt habe? Den asiatischen Schulmädchensitz? Ja. Warum Wie? ich so sitze wie ein asiatisches Schulmädchen? Sitzen die so? Die sitzen so. Die sitzen genauso.
Ja, warum? Warum hast du das gewählt? Oh nein, du hast nicht so ein asiatisches Horror-Game ausgesucht, oder? Marcel hat gesagt, ich darf wählen. Dirk hat den Titel ausgesucht, aber Dirk weiß hoffentlich, dass er auch spielen wird. Und nicht nur ich. Ich glaube, ihr kriegt jetzt meinen Herzschlag, oder? Hier steht jetzt Puls von 105. Er ist 106. Er steigt, seitdem du japanisches Horrorspiel gesagt hast, steigt mein Puls. Ja, das ist gut. Ja, schulmädchenmäßig. Und das Witzige ist, wenn wir jetzt gleich Ingame schalten. Ja, können wir schon mal machen. Dann wird man sehen, was das zu einem, oder was ein asiatisches Horrorspiel häufig auch auszeichnet. Ja. Sind wir schon drauf? Nee, ne? Und können zwar wir mal kurz hier auf den Bildschirm gehen? Ah, eine, ja, ich sag mal, mäßige englischsprachige Übersetzung. Und bums. Die dann mit Status English. Menü English steht, so wie man spricht. English. I'm gonna translate this to English. 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 Ja, also keine Ahnung. Also ich glaube, selbst der Google Translator. Hallo Regina Knight. Das ist einfach ein manueller Tippfehler. Ja, ich denke das. Okay. Manuel hat wieder einen Tippfehler gemacht. Wir wissen jetzt noch nicht, ob man das Spiel, also wie heißt der Titel? Der Titel heißt, warte mal, ich hab's hier stehen. Lurk in the Dark. Ah, Lurk in the Dark. Ja, gefällt dir das gut? Nee, ich hab das, ich glaube, das ist ziemlich krass. Ich glaube, das ist ziemlich krass. Ich glaube, Ingame-Sound kann es auch ein bisschen leiser. Ehrlich gesagt, ziemlich krass aus auch, ja. Ein bisschen leiser kann, glaube ich, Ingame-Sound hier auf unseren Kopfhörern zumindest. Ach, Scratch-Modding liegt uns jetzt auf den Fernseher. Oh, oh. Schön. Okay, seid ihr bereit? Ich bin bereit. Und Poddy, Tag. Space. Fullscreen, Max Resolution, Frames machen wir auf 60. Ja. Confirm. Ja, nee. E. After confirming, brightness will be set. Settings can be changed at any time. Open the settings menu by clicking options on the main menu or by pressing escape in the game. Thank you. Ah. Ah. Noch ein bisschen? Nein. Doch. Nein. Wie nicht? Ja, weil du siehst es doch noch. Ja, aber die Codierung im Internet, Dirk, das wird alles dunkler, das Bild. Invisible, ja, aber das ist, darum geht's nicht. Ist für uns wichtig. Wir dürfen das nicht sehen. Die Zuschauer sollen es auch sehen. Scheiße, die Zuschauer. Mach mal Invisible jetzt. Nein, hell. Können wir ein bisschen hell machen? Nein. Warum nicht? Du musst, wenn du das nicht mehr siehst. So, ab jetzt. Das, nee, ein weniger muss es. Das ist das Minimale, was geht. So. 7. Oh, scheiße. Startest du? Hab ich Scheiß auf die Zuschauer gesagt? Hab ich nicht gesagt, Regina Neid. Da hast du falsch gehört. Das, siehst du, da hab das mal. Ich wieder. Muss noch mal gucken, ob ich spielen kann. Mir seid ihr wichtig. Ich muss noch mal gucken, ob ich heute spielen kann, Marcel. Warum? Ich hab. Oh. Oh, Fuku! 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 Oh, Achtung! Fuki! Press any key to skip. We don't need to skip. Bisschen unangenehm, die Lampen, ne? Höchstgradig. Die müssen hier an die Decke, müssen die. Danke, Fuku. Das ist der Trailer, by the way. Der, finde ich, sehr passend gewählte Musik hat. Oder? Da kommt richtig. Was Sölle? Da kommt richtig Stimmung auf. Oh Gott, oh. Ah, das ist nur der Trailer, warum erschrecke ich mich, Mann? Ich skipp das mal, das verrät ja Sachen. Nee, ich skipp das jetzt. Oder? Ist übrigens immer noch sehr laut auf meinen Ohren, der Gaming-Sound. Sag nur. Ihr müsst auf die analoge Ebene, auf die untere Ebene gehen und dann könnt ihr ganz rechts runter machen. Pulsmesser fehlt noch, oder was? Der kann nicht, die Custom-Ebene kann er nicht mischen. Kommt vielleicht gleich. So, okay, Leute. Lurk in the Dark, hier sind wir. Episode The Guilty. The Guilty. Okay, press any key. 200 Puls kann nicht sein. 102, easy. Ja, sagte, Regina Neid hat's. Da ist er. Ja, also solange Marcel noch Puls hat, ist alles gut, würde ich sagen. Ist immer noch laut. Laut, laut. Bum, bum, bum. Ich finde es übrigens okay. Ich nicht. Also schon laut, aber okay, laut. Okay. Holding the right mouse button highlights objects that you can closely examine. Hints and areas required for progressing through the story instead of advancing in the story. If you get lost,
Highlighting objects can help you get back on track. Mit der rechten Maustaste highlighte ich. Ja. Oh. Gedrückt halten. Press Tab or E to open the item menu. You can use or examine items on this menu. Ich brauche lieber eine Schauderstimme. Okay, das kann ich auch. Das ist kein Problem. Okay. Various menus can be accessed with Escape. To exit the game or return to the title screen, open the Settings menu and press Backspace. Ah, okay. Move, basic run. Controls. Move, oh, man run. Kann rennen. Change posture. Examine action. Sehr lustig. Ist das Rora Mars gewesen oder was? Hm? Kam das daher schon? Nein, das... Hier, da. Ja, genau. Hast du nicht... Hätten wir nicht da... Wir haben nicht geguckt jetzt. Ah, du, da. Story für dich. Ja, du müsst das richtig lesen. Ja. Jetzt aber ich hätte gerne die Controls auch noch gesehen. Ja, finden wir raus. Mhm. A murder was reported by the townspeople. The reported location is a mansion owned by John Ruggles. We were suspecting it was mischief. However, we couldn't get in touch with Mr. Ruggles, so we'll investigate right now, assuming the worst. If you find a whistleblower, survivor, or dead body, report it immediately. In the event that you encounter a resisting suspect, the use of firearms is permitted. The investigation will be conducted by the following members: Rick D. Thomas, Alex Connor, Olivia Miller, James Anderson, Marcus Brown, Billy J. Adams und Abigail Ikeda. Ich habe original wirklich überhaupt nicht zugehört. Hast du es gemerkt, ja, ne? Mhm. Das ist mir, tut mir leid, ich habe den Chat gelesen. Mr. Ruggles. Okay, Marcus Police Brown. Officer. Police Officer. Marcus 8:46 p.m. どうしてこんな時間に仕事なんか。しかも別館の方を調べるなんてマジで面倒くさい。さっさと仕事終わらせていっぱいやりたいぜ。Okay, schade, ist nur Untertitel. Wie ist euch das lieber, dass wir die vorlesen oder lieber nur die Stimme? Könnt ihr gerade mitentscheiden. Also ich kann die natürlich verlesen auf Englisch, aber vielleicht stört es euch auch mit der doppelten Stimme. Oh Mann, Alter, ich hasse dieses Format so sehr. Erinnerst du dich an die an das Hotel, in dem wir mal in Berlin übernachtet haben, während der TwitchCon? Dieses komische, wo sehr unfassbar lange gruselige Gang war. Haben wir, glaube ich, an der Instagram. Oh Gott, okay, ich kann zoomen. Nur Stimme? Nur Stimme, also nur do die it, asiatische. Do it, do it, do it. This is right. Change of posture. Ah. Hä? Press C to crouch or crawl when the path is blocked. Ah, nee. You may be able to find things in the gaps underneath things like bed or doors. Also vielleicht ist hier was gewesen. Das war nur zum Video. Schon mal rechte Maustaste gedrückt? Ja, das ist das. Aha. Oh, Ficken, ey. Ohne Scheiß. So eine Kackscheiße. Ich hasse das so. Ich hasse das so sehr. Ohne Witz. Hier unten auch mal. Oh Gott! Steck gut, ey. Fuck. Da liegt ein Kopf. Fuck, 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 fuck. Zersucher, ey. Rora Mast! Cheers. Was war das? Mein Glas hat am Mikrofon gekriegt. Digga! Nanda. 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 Nani. Someone has been watching. Ah, hör doch mal auf jetzt kurz! Wir fangen ja noch nicht mal an! Cheers! Jesus! Und? Wie ist das mit dem Nebel? Sorry, warte, ich brauche einen kurzen Moment. Es tut mir wirklich leid.
Es tut mir wirklich leid, aber ich keine Ahnung, was jetzt gerade wieder los ist. Oh, warte mal. Ah! Gut, dass wir danach geguckt haben. Oh, Signal ist weg. Signal ist wieder da. Habt ihr durchgehend Signal? Warte kurz. Das reicht doch zum Spielen, reicht's doch. Falsche Taste gedrückt. Ah! Hä? Hä? Scheiße. Hast du abgebrochen? Da stand zurück zum Spiel. Erstmal was drücken, da stand, nachlesen, was dann passieren könnte. Nein, da stand back, zurück zum Spiel. Mhm. Ach Mist. Sorry, keine Absicht. Keine Absicht. Wir machen das nochmal von vorne, Leute. Ob der Pulscode richtig sitzt, fragt Landra. Warum? Achso, er ist aber leicht zeitversetzt. Nee, ich glaube, er sitzt. Nee, der braucht nur ein bisschen. Immer. Willst du? Nee, mach mal ruhig erstmal. Bis du das erste Mal stirbst. Why do I have to walk through this night? I can't be bothered to go through the annex. I want to finish my work soon and have a drink. Ist das ein Japaner, der versucht, einen möglichst britischen Akzent zu haben? Hat es genau sagen wie vorher. Ja, ich bin die nämlich auch. Willst du mal geradeaus diesmal? Nein. Boah, diese Taste, ich schwör's dir, aber... Was ist das, C, Crouch? Ja, ne? Ja, was war nochmal dann die ganze... Lange drückt an C. Da muss ich sonst das E nochmal reinziehen. War doch. Ja, war. Ja, hab ich. Ach, weißt du, was jetzt ist? Jetzt mal kurz schon wieder, ne? Ohne Scheiß, diese Tastatur geht nicht klar. Das C ist hier. Das ist die unterste Reihe, ist um ein versetzt nach rechts. Ganz im Ernst, das ist so. Ich habe das sogar mit einem Textdokument herausgefunden. Hier, das C ist, also das V ist das C. Diese Tastatur ist... Ist alles andere auch verschoben? Siehst du? Nee, nur die unterste Reihe. Ja, ich meine, aber die komplette, von links bis rechts? Ja. Huh. What the hell? Weiter rechts oder geradeaus? Rechts oder geradeaus? Rechts. Da, wo die grusigen Hände an die Augen an die Wand gemalt sind. Have no broken. I've not broken, it evolved. Watch a tutorial, item menu. Tab. Das ist ein Video, kann nichts machen. Könnt ihr mal kurz das HDMI-Kabel überprüfen, welches von dem Dezimator in den Fernseher geht? Wir haben manchmal Bildaussetzer. Bin ich nicht. Ah, okay. Ach Gott, kombinieren muss man auch noch Sachen. Das ist kompliziert, das Spiel. Examen. Soll ich da steht Annex drauf, ne? Dann kannst du es jetzt benutzen, weil da Annex drauf stand. Ich kombiniert. Bin halt der Point-and-Click-Veteran. Little Hope, guten Abend. Sieht gut aus, aber in Anführungsstrichen gut. Auch ein bisschen nicht so gut.
Kunst. Oh. Ah. Danke, Fräulein Eu. Bei 100 Bits, ja, habt ihr die eingestellt. Die, nicht ich. Meinst du, das ist okay? 100 nein. Bits? Nein. Ich hab gesagt, ich bin für eine 5-Euro-Grenze. Ja, auch. 100 Bits. Ja, ja, weil Horror Little Hope, genau. Wir haben ein bisschen, machen uns ein bisschen in der Hose rein. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das war nur das Tutorial. Du kannst ich weiß. Aber was willst du mir sagen? Dass Flashlight. Du jetzt interagieren kannst jetzt. Kann ich nur interagieren, wenn ich sehe? Ja, ne? Was wollte er sagen, ne? Was war jetzt? Object might be picked up. Right. Master, okay. Okay, gut. Ich denke es. Hier ist gar nichts zum Interagieren. Kann man eigentlich speichern? Right. Weiß nicht, soll ich mal gucken? Nicht, dass du es wieder beendest. It's a book without a title. It doesn't seem relevant to the investigation. Ja, dann danke. It's a very old book. I don't feel like reading it. It's too thick. Kann man das machen? Ist da noch irgendwas anderes machen können? Oh. The letter sent from Japan. The addressee has this place's address and the owner's name, Ben Ruggles. Genau, wir wissen tatsächlich auch noch überhaupt nicht, worum es geht. Du bekommst genau passend, Little Hope. Wir sehen's. An old pocket watch. I can't hear the movement of the second hand. Reddick. The title says Reddick. I'm not going to read a book right now. It's a letter sent from the US. The addressee, bla bla bla. Ja. Das hilft ja. Also wir sind Ermittler jedenfalls und müssen hier einen Fall lösen. Das vielleicht, also so viel Backstory haben wir. Und das Ganze spielt offenbar in einem Scheißhaus. Great Britain, in einem Scheißhaus. Hast du die Lampe an eigentlich? Ist es an, ne? Mhm. Hat er nicht gesagt... In dem Moment, in dem wir das Gefühl haben, hier ist irgendwie was nicht richtig. Kunst ist alles. Sollen wir die Ermittler rufen? Are you kidding me? I have here the door is closed. Worth the drug. That has only to go back. Ist immer, wenn man umdreht wieder. Nicht. Echt nicht. Ich finde das richtig kacke. Ist dir das völlig egal? Nein. Hast du die schon probiert? Ja. Das war hinter uns, ne? Nee, da links, in dem Dings. Hier, dahinter. No keyhole? Lies nochmal. Caught behind the door. Ich guck mal, ob das jetzt auf ist hinten, ne? Nee, ist jetzt nicht auf. Kannst du schneller gehen? Ja, ich will nicht. Geh mal ein bisschen schneller. Mhm. Zu. Gerade jetzt rechts, ne? Mhm. Fuck. Du machst mir auch verrückt mit deinem links und rechts gucken. Ich geh erstmal hier rein. Sicher? Ja. Nein, geh da erst rein! Ehrlich? Guck mal erst, was hier drin ist.
Hello? Anyone there? Mäuse. Huh. No way. Mach auf. Use this kit to heal yourself. Okay. Aber ich bin eigentlich noch fit. Ist mitgenommen, glaube ich. Bierflaschen. Sonst nichts zu ermitteln, ne? Heal yourself. Das heißt, wir können hier schon ein bisschen Schaden kriegen, oder was? Mhm. Willst du nun sichern, dass du nicht nochmal kurz gucken willst? Ob ich speichern kann? Hm. Nee. Wollen wir wechseln schon? Schon unheimlich. Ja, finde ich auch. Kannst nicht nehmen. Ah! Oh! Ah, ist ein Metallfinger, oder? Mit der Finger? Was? Ja, da. Kannst du mitnehmen? Das ist ein echter Finger. Aber das sieht hier so... Guck mal, das ist doch Metall. Ja, weil er zu einer... Weil was? Seems it's not real. Although it's got something that looks like blood. It looks like it bleeds from the inside. Anyway, it's creepy. Ja, finde ich auch. It's a painting of a man and a woman. But three parts are missing. Oh. Could there be a secret to this painting? Müssen wir die Teile fehlen, genauso wie in Layers of Fear. Ich hasse alles. Zeig nochmal kurz, wie die aussehen. Kopf. Ein Cock und ein Poppes. Vielleicht? Ja. Thanks a lot, Rora Mast. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wieder ganz zurück? Hm. Unter dem... Da, wo du runter durchkriechen. Da kannst du durchkriechen, geradeaus, oder? Ja, da komme ich her. Ach so. Liegt da drunter vielleicht was? Hatten wir hier nicht auch schon andere Möglichkeiten abzubiegen vielleicht? So eine Scheiße, Alter. Ah. Sein. Kommen wir daher? Hier? Ich glaube schon. Fuck, Alter. Fuck, fuck, fuck. Hier ist, glaube ich, der Eingang. Was stand da? I want to go back, but then I just bla bla bla. No work. Okay, also müssen wir jetzt Pieces finden oder einen Schlüssel? Ja. Vielleicht erst die Pieces, damit wir einen Schlüssel kriegen oder andersrum. In einem der Bücher ist bestimmt was versteckt. Ja, gute Idee. Ist das Blut? Blood. Hallo, Captain Sir Luke. Seems like it's not relevant to the investigation.
beide Briefe da gehabt? Eben schon? Mhm. Also auch beide, die da nebeneinander liegen? Ja? Mhm. Nimm die anderen Sachen nochmal auf. Also der Uhr fehlt irgendwie ein Zeiger. Kannst du die Sachen überhaupt mitnehmen oder irgendwas machen? Nee, nee, so. Warte, was haben wir noch im Inventar? Ja, genau. Nichts. Pfeil. Kann ich hier durchtappen? Aber die zwei drücken. Ein X-Key. I received from my colleague Billy, the tag says Annex. Okay, das haben wir geklärt. Den haben wir benutzt. Das ist, glaube ich, durch. Acht, nee, drei ist Weapon. No Weapons. Es gibt Waffen. Warte mal, was steht denn in dem Report bisher drin? Nichts. Nichts. Und der daneben, das Ding? Komm mal raus, komm mal raus. Hä? Da ist doch noch was in dem. Oh. Sub! Achso, das sind die Controls. Okay, ja. Ja, danke, Lobo. Hast du die eben schon probiert? Ja. Nicht gut sauber gehalten. I knocked, but no one answered. Was zu? Was zu machen von nee, drin? Nee, ging nicht. Ich bin bad. Hier muss was sein! Ich glaube, wir haben es in ein Event gelöst, dass wir hier drin waren. Toton? Toton? Warum steht da überall Toton? Toton? Toton steht auf dem. Auf der. Auf dem Klorollenhalter und auf dem Schuh. Mann! Oh, warte mal. Was? Was ist da unten in dem Dings? Kannst du da unten runter gucken? Unter den Tisch mit den Büchern? Ah. Nee. Wir müssen bestimmt noch irgendwo krabbeln, Alter. Ich schwör's dir. Kannst du noch irgendwo mit interagieren? Ist hier irgendwelche ein Schalter oder so? Komm, ist nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel. Ist überhaupt nicht schlimm. Wir können die ganze Zeit hier, ist alles easy. Guck nochmal in die Dings rein. Fragezeichen. Kannst du auch nicht mitnehmen. Da weiter zurück kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Aber vielleicht da drunter irgendwo. Versuchen wir noch weiter hier zu krabbeln.
schon eine Puppe, ne? Oder? Mhm. Sind wir zu doof? Habt ihr eine Idee, Chat? Hat der Chat eine Idee? Ja, irgendwer schon was gesehen? Ah, Mizuki Jun hat mal die Pralinen probiert. Sehr gut. Ja. Also. Also, wenn jemand Ideen hat, raus damit. Wir hatten einen Schlüssel. So. Da müssen wir hier rein. Und dann war die Tür erst zu und jetzt ist sie aufgegangen. Wir haben das Erste-Hilfe-Event. Aber hier drin war nichts. Kann ja eigentlich auch nicht sein, dass hier nichts ist. Muss das sein, wenn wir mal hier rechts. What the hell? Hey, open the door. Hey, hey. Oh. I scared. The boys. Are you Billy? Yeah, that's right. Congrats. Still messing around. Open the door now. Answer is no. What? I will open the door. If you give back money, I lend to you. I want the money or the sun. Please, open it. Listen, I got your chance before as well. But you have not returned the money yet. After saying that you will read the letter. You know what it means? I'm so sorry, Billy. But I... Answer is no. Wait. Billy, wait! Damn! How can I? Wer ist Billy? Ja. Anyone there? Probier mal, ob du wieder rauskommst. Nee. Andere Klo bestimmt jetzt offen. The title reads The Sinful King. It looks like a book, but it's somewhat strange. Warte mal, ich lese mal vor. You will be okay because you are a kind person, but I made a hint just to make sure. You can throw it away if you don't need it. From your worried friend, Fred. Very creepy. I don't want to stay here. Hallo, richtiger Junge. Maybe impossible. But I tried to kick down the door. Richtig gruselig hier, ja. Soll ich nochmal probieren? Mhm. Ah, okay, verstehe. Open it. It pays to do it. Erstmal hier. Keller! Keller! Auf keinen Fall! Scheiße, wir müssen in den Keller. Den Blutfingern hinterher, genau. Das ist kein Keller. Was ist? But I was so angry. I shared the poor guys by returning the borrowed money. And never direct this again. Versuch mal zu verstehen, was er sagt im Original. Billy, where are you?
die Figur, Alter. Wie sie grinst. Dear Jim Ruggles, this is the new postcard from this for this town. I hope you like it. Regards, Sarah. The sender of the letter seems to... Oh, ich bin federt. Entschuldigung. Ich wollte es gern zu Ende lesen. Ach so. Oh, ist weg. Eingesteckt hast du es. Ist im Inventar jetzt. Gesundheit. Willst du es lesen? The sender of the letter seems to be Miss Sarah, who works at the town hall. There's no man in this town who doesn't know her. Aha, verstehe. Ah, ja, Hümi. Ich habe mir den Ellbogen genießt. Genossen. Gut, schön. Ich muss die Hände waschen. Wie komme ich hier raus? Cool. Sollen wir die auch noch aufheben? Unbedingt. Wieso steht hier eine Telefonzelle? Finden wir verflixt nochmal früh genug raus, I guess. Oh, die Bible. Bible! Bla bla bla. It's not my fault. Not my fault. Oh God, please. It has rough letters and what seems to be dry blood. What happened to the residents of this mansion? Ah, warte mal. Zahlencode. Step. Menu. Stomach, heart, kidney, eyes, brain. How to kill restaurant. Take. Dio 0815. Wer lagert denn da seine Bierflaschen? Heard a bad smell. Where did we go? Oh Lord, through these seven lights and my devotion to order, please forgive my sins. The sinful king. The king that I thought was the king of kings looked down on everything. He wished to make everything in the world his own. One day, a merchant who dealt in rare goods came before the king, and he was accompanied by his beautiful wife. The king was jealous of the merchant for having something he did not. This was something he could never allow. The king's jealousy turned into a strong anger, and he ordered his soldiers to kill the merchant in a staged accident. Hiding the truth from her, the king welcomed the merchant's beautiful wife into his palace. Without knowing what had happened to her husband, the wife was fucked by the king each night. Over time, the king became afraid of death and wished for eternal life. In order to achieve this, the king ate many foods and took various kinds of medicine. However, he could not obtain eternal life, and the now fat king despaired and grew idle. Before long, the kingdom was destroyed by another one. Okay, das ist eine Oh, warte. Envy, Greed, Pollution, Pride, Sloth, Wrath und Lust. Die sieben Todsünden, Marcel, kannst du sie alle übersetzen? Boah, nee. Envy, da geht schon los. Neid, Gier, ja. Kann ich nicht sagen. Pride ist eigentlich Stolz, aber das ist dann wahrscheinlich Übermut. Sloth ist Faulheit. Ach, wie heißt denn die konkrete? Keine Ahnung. Because of their pride, they become greedy and jealous of others. Do not forget that sin has a source. There seems to be a pious person among the residents of this mansion. Faith and blood. I have a bad feeling about this. Nun. Okay, dann gehe ich jetzt mal durch die Tür, ne? Das ist eine Garage.
Sind wir in seiner Garage? Soll ich das mal anklicken hier? Maßlosigkeit kann sein. Ja, probier doch mal. Ah. Oh. Oh, oh. Oh, das Signal ist weg! Im Ernst? Oh Gott! Ich habe gerade alle Kerzen angemacht und dann war das Signal weg! Ich hab nicht so was! Oh Gott, was für ein Timing! Also das war wirklich, das war nicht okay. Oh, warte mal. Sind welche wieder ausgegangen? Alle. Soll ich nochmal anmachen? Kann es sein, dass du sie in einer bestimmten Reihenfolge anmachen musst? War das Kreuz eben auch schon da? Befürchte das. War das Kreuz eben auch schon da? Mal im Ernst, war das Kreuz eben da? Jetzt sag mal. Ich denke schon. Warte mal. Der Text. Welcher Text? Oh, der Text, den wir da gerade hatten. Ach so. Meinst du, er gibt einen Hinweis? Ja. My devotion to order, please forgive my sins. Das ist die Reihenfolge, in der du sie anmachen okay. musst. Okay. Achtung, look. Chat, ist irgendwer wach gerade und kann mitschreiben? Okay. To look down Landra, on Landra, du. To look down on everything. He wished to make everything in the world his own. Das ist auf jeden Fall, das klingt nach Greed. Das erste ist vielleicht Pride. Pride und dann Greed. Vielleicht, ja. One day, a merchant who dealt in rare goods came before the king. He was coming with his wife. The king was jealous of the merchant for having something he did not. Nee, das ist Nee, das ist Oh, fuck. Ja, aber das ist doch Eifersucht. Neid. Neid. Ach, Eifersucht ist das. Das ist Eifersucht, genau. Ja. Also dann, was ist Eifersucht? Ich google mal kurz die Todsünden. Auf Deutsch, ja. He ordered his sword to kill. Ah, da. Neid, Völlerei, Habsucht, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn sind sie. Genau, Neid ist Envy. Neid, Völlerei, Habsucht, Wollust, Hochmut, Trägheit und Zorn. Ich mache kurz ein Foto davon. Das ist einfacher, als es hier zu tippen. Dankeschön, Regina. So, also. Also, als allererstes haben wir. Aber was ist denn. Was ist Pride? Okay. Pride ist wahrscheinlich. Hochmut. Mhm. Also, das erste ist Hochmut. Hochmut. He wished to make everything in the world his own. Ist dann Habsucht. Ja, also was war das Erste? Hochmut und Habsucht. Hochmut, Habsucht, ja. Und dann wahrscheinlich Neid. Ja, das mit dem, ja genau. Mhm. Ja. Jealous. He could never allow. King's jealousy. Anger ist Zorn. Ja, das ist ja dann hier. Nee. Ordered as his soldier to kill. Genau, deswegen kommt Zorn als nächstes. Anger. In a staged accident, kill ist das. Ist das direkt nochmal was? Nee, ist nicht. Also Zorn. Hiding the truth from her. He fucked her every night, ist auf jeden Fall Wollust. Afraid of death and wished for eternal life. Was war nochmal die 7? Trägheit fehlt noch. Trägheit fehlt noch. Völlerei auch noch. Und Völlerei. Aber das ist ja. Hier, da any, many foods und bla bla. Hier ist das jetzt irgendwie nochmal. Hier ist gerade nochmal. King ate many foods and took various kinds of medicine. Das ist ja Völlerei. Das ist ja dann quasi nach hier Lust-Dings.
ja, was soll man sagen? Also die sieben Todsünden, wenn die jetzt tatsächlich also maßgeblich wären dafür, was uns so schnell umbringt, dann wären einige von uns hier in Sicherheit nicht mehr am Start. So, warte mal, was fehlt jetzt noch? Trägheit fehlt und Völlerei. In welcher Reihenfolge? Warte mal. Ich habe aktuell Hochmut, Habsucht, Neid, Zorn, Wollust und Völlerei. Genau, und dann kommt als letztes Trägheit. Trägheit, aber eins fehlt noch. Nee, das ist doch, wie wir es denn vorgelesen gerade? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah doch, ja. 7 gut. Stück. Gut, dann. Dann haben wir als allererstes Hochmut. Pride. Oh, ah. So. Dann haben wir Habsucht. Wahrscheinlich Greed? Nee, oder warte, doch. Greed ist Gier, genau. Dann haben wir Neid. Neid ist Envy. Grün vor Neid, ist auch eine grüne Kerze. Ja, stimmt. Dann haben wir Zorn, Anger. Wrath ist es dann. Dann haben wir Wollust. Ah, Lust, direkt rechts daneben. Und dann haben wir Völlerei. Ja, dann das ist noch weiter links, links. Gluttony. Und dann haben wir Trägheit. Sloth. I'm genius. Woo! Okay, sehr gut. Haben wir da Text für dich? It's a gold pendant. If I sell this, will I get approximately the amount I owe Billy? Although there shouldn't be any problem if you receive one. Schlüssel, kannst du nicht mitnehmen? Ah, ja. It's very rusty, but it still seems usable. Cool. So kann's weitergehen. Bislang geht's ja. Okay, ich probiere mal die Tür aufzumachen. Ah. I'm not sure if it's Billy's stuff. Though, actually. Whoa. Vorratskammer. Plate with a moon and stars as decorations. I feel like I saw something similar to this somewhere in this mansion. Oha. Lampe! Mach ich! Turn on the flashlight! Ah! You're next. Crouch! Hinlegen! I have to get out over here now. What the fuck is going? Ah. Fuck, fuck, fuck! Ist da ein Dude? Ist da ein Dude? Da steht ein Dude! Das ist die Figur! Shit, fuck, ja, lauf! Shit!
What is it, Crawls? Hey, Lee, James, Rex, anyone there? Please, please help me. Kann er die nicht wieder eintreten? Come down. Come down. Push or pull. It feels like a strong force is holding it close. What the fuck is going on? Wir sind eigentlich irgendwie Ermittler, dachte ich. Was ist denn da jetzt los? Jetzt. Hm? Oh! Nein! Das war ein schwarzhaariges Mädchen, was am Boden gekrochen ist! Nein! Nein! Ah, warum? Oh. Ah. Ah. Was? Ich. Ramazan. Kann er nicht erahnen, was du machst, und dann hast du dich plötzlich hingedockt. Duckt. When will the dawn come? Sagst du jetzt, und dann ist es die hilfreichste Notiz. It is similar to a photo taken to commemorate the first day of work. Why is this photo in this mansion? Also, the face part is cut out and I hate you is written on the back side. What on earth did I do? Oh, fuck. Hello, Mr. Legolas? Oh, God. Listen, I'm a police officer, Marcus. Call me for support now. Hey, don't you hear me? I got a letter. Wait. Hey, wait! Damn! Oh, what the fuck is going on? Doch, wir lesen den Chat. Wieder runter. Ja. Why would someone put up these chains? Ist da unten? Ist da unten irgendwas? Ist das da unten? Kannst du damit interagieren? Im Telefon unten drin? Ja. Das? Ja, nee, hab ich schon geguckt. Ja. Oh, fuck, Alter, ey. Die Aufgabe im Game? Ist ursprünglich, wir müssen irgendwie, da ist irgendwie was passiert. Irgendein Notfall wurde gemeldet und wir sind Polizei und müssen das lösen. Geh nicht mehr an. Was geht da rechts? Geht da rechts was? Wow, Alter. Ach, shit. Knopf. Kannst du Knopf? Nothing happens. Maybe broken. Die Figur ist weg. Die war doch nicht hier. Doch, die stand da doch mit dem Zettel auf dem Kopf. Ja, stand sie hier und dann stand sie da mit You're Next. Ach, die Figur. Ja, kletter nochmal durch. Meinst du? Hm. Nur Döschen.
premises. Okay. Okay, pass auf, ganz kurz. Puh, probier's nochmal kurz. Du hattest diesen Was ist mit dem Mondding? Kann ich hier nicht usen. Also das Goldding, Alter? Hätte ich das da unten irgendwo ranhängen können? Nee, ne? Schon gedacht. Und irgendwo, wo dieser Mond nochmal ist. Sind das Fußabdrücke? Nee, ne? Nee. Warte mal. Was? Hier dran? Nee, das ist mein Sticker. Das ist neu. Nee, ist da unten auf dem, liegt auf dem Brett, liegt da was. Ah. It is a reddish black stone, as if it was made of blood. Although it must be the first time I've seen it. I feel nostalgic. Da stand gerade 110. Ja. Die Tür ist zu. Was stand dahinter? The door won't open again. More importantly, where the fuck was that noise? Kannst du das Bild dahin hängen? Das? Oh. Unten im Keller. Ah, warte. Da hab ich's her. Das ist her. Verstehe. Klar. Schieß jeden, der frech ist. So. Da irgendwas hinhängen? Weißt du? Nee, ne? Nee, ich glaub nicht. Da haben wir auch das Bild ja her. Schrank. Kannst du mit diesen Steinchen irgendwas machen? So, dass irgendwie da an die... Hä? Hast du das nicht mitgenommen? Den Stein? Oh, ist das bei Weapon? Nee. Du hast doch den Stein mitgenommen, oder ja, nicht? Ja, hab ich. Hörst du das? Schwein? Ja, natürlich höre ich das. Ich dachte, vielleicht kannst du hier was machen, weißt du, bei den... Was ist das? Ist da drüben auch ein Guckloch? Das Wein hat aufgehört. Hey, Marcus, please open the door. Billy, where are you?
Yeah, it's me. Hurry up. Barry, I'm sorry. The door will not open from here. This mansion something strange. Looks like a posit with evil spirits. Just as one thing has happened from two while ago. Billy, please contact for reinforcement. Billy? Yeah, it's me. Hurry up. Hey, Marcus, hurry up. No. Marcus, please open the door. No. Hurry up. Marcus. I can't believe it. Please open the door. Yeah. No way. Hurry up. Hey, Marcus, hurry up. Marcus, please open the door. Hurry up. Marcus, it's me. Please open the door. Yeah, it's me. Hurry up. Hey, Marcus, hurry up. Marcus, please open the door. Hurry up. Geh wieder zurück, du musst zurückgehen. It's me. Please open the door. Yeah, it's me. Hurry up. Hey, Marcus, hurry up. Marcus. Go to hell. Guck nur mal durch das Loch. Erstmal hier. Ist nix. Kann ich nicht. Kannst du nicht mehr gucken? Scheiße, ich muss da runter. Ich muss wieder runter. Steht hier immer Interact. Gitter, ne? Marcus Brown. Shit. Nightmare. This is not real. Yao. This is a nightmare. When I wake up, I should see the familiar city. But when will I wake up? If I die here, will the nightmare end? Fuck. Meine Lampe geht nicht aus. Bild, das im Trailer. Das im Startscreen. Das da? Ich glaube schon. Startscreen. Screen. The innocent soul was deceived by the devil. The devil is always there. Within you, within me. Don't forget that they are always watching us. Don't lose. Eine Person hat das gemacht, stimmt das? Weiß ich nicht. Das fragt mehr der Ideen uns. Ich kann es dir nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall so ein Indie-Titel, soweit ich weiß. Aber wüsste ich jetzt nicht, dass das eine Person war. Welcome. Ein kleines Studio wahrscheinlich. Danke. Ist alles voll Nebel. Lampe immer noch kaputt? Ja. Jetzt geht's wieder. Wo kommst du her? Stand da? Nee, wo du herkommst. Ich komm von da hinten. Never forget. Das haben wir wohl angestellt. So viel Nebel. Was war das?
I never forget Barry. Not our Barry. Crew who abandoned me and went out of the house. Not our day. I will not forget all those who done to die in me. Is that my voice? Seine eigene Stimme war das? Ja, klang so. Sadness. Anger. Impulse. Pleasure. Despair. Insanity. Desire. Regret. Jealousy. Crowe. Why are now you being over me? Don't you smile at the guys? No. No, no! Show me death first, only to me. Stop! Stop it! Die Wand, der Gang ist weg. I don't think like this. You. Oh fuck. Are you the cause of this fucking nightmare? What do you want to me? Huh? Answer me! Time! Ah! Oh, yeah, yeah. Ekelhaft, widerlich! I don't like this. Okay. Fuck. Robert Must! Was zum Fick? Mit dem scheiß Knast. Remember. Oh fuck. This is my favorite whiskey. Is this drink related to something? What on earth should I remember? I remember this drug very well. It was seized in the drug case I was in charge of in the old days. When Chloe left, I lost control and I took this drug. But I have not taken drugs since then. This drawing. Forest. And car. Ignition. Drugs. And drink. Oh, by the way. That day. The day when Crowe went out, I lost my control and dabbled in drugs. I wanted to forget everything. I loved Crowe from the bottom of my heart. I sent gifts for her birthdays and our anniversaries and helped with houseworks. Even when we had a quarrel, I always said sorry to you. I put up with what I wanted to do for our daily life. But she betrayed me. When I thought that everything up to now was meaningless, I felt crazy. I got on the car, dragged along with drink and stepped gas pedal. From there is already big. When
when I woke up in the car and went outside, it was dim forest around. My head was sore and it was hard to walk. I became calm. I hated myself. As a police officer, no, I am disqualified as a human being. If I did something really terrible to you, I'm really sorry. But I can't remember anymore. I'm accepting any punishment. Please. Please forgive me. Please. Please forgive. Never forgive. That didn't get me. Please forgive Robert Mast. Ah, oh Gott! Oh Scheiße! Mach doch was! Ich kann nichts machen! Ne? It's yours. Well, welcome, my guest. Who are you? It is not important who I am. Good person or bad person. Angel or devil. Human or God. They are all not important. Oh, by the way, is there a problem, Johari? Oh, attacked by a monster? Yes, that's right. That is the most important things in this place. This is Confession Loom. A place to confess sin, get forgiveness, and move forward. I will give you the power to move forward in exchange for your thing here. Oh, by the way, the knife is a service from me. Well, it's better than nothing. If you ask for more stronger force, since there is a menu here, please write in. The future road will be more steep. In addition, please come by all means when you need it. I'm waiting for you anytime. Please be safe. Brauchst du nur die rechte Maustaste? Oh, jetzt bist du Jack. Der eine ist tot. Vielleicht. Fucking God. Okay. I hated this world that takes everything away. I hated God on the day when everyone celebrated the birth of God.
I don't want to be loved anymore. That's why I became a man on the left side. But no matter how much I loved, my heart was not filled. I knew it from the beginning. It is not in this world that fills my heart. That day, I lost everything. The last word you said to me, getting caught in my arms. Arrived. You said, son, I was leaving no matter what I did. Because that was the last promise with you. But I'm tired. I'm at the end of my life. And still I thought there was never to come again. And the last job is over. I'd also go to your place. I promise you. I'm sorry. I can't keep it. I'm so sorry. Henry. Also das Spiel hat auf jeden Fall ein langsames Tempo. Lurk in the Dark. War das jetzt vorbei? Nee. Hä? Ah. Executive Producer Yusuke Hamasaki. Character Creator Yusuke Hamasaki. Und Yakuta Hamaya. Ich glaube tatsächlich, es ist vorbei. Translated. Jesus! Er ist noch nicht vorbei. Prolog. Ja, ich glaube, es gibt einfach noch nicht mehr von dem Spiel. Ja. Also es hat relativ eine Person gemacht. Mhm. Yusuke Hamasaki. Ja, also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist das nix. Hast du richtig Lust auf den... Nee, also ich fand's auch nicht... Also ich habe ja schon tatsächlich hier einige... Mach mal weg. Es kommt da noch irgendeine Scheiße. Bonus-Content. Okay, es gibt... Has been added to the main menu. Cutscenes. Ah, you can replay the cutscenes of Jack in the confession room. Ja, nee, du... Sorry, das ist ein Epilogue. Okay, also ich habe hier einige Titel schon spielen müssen, unter anderem Layers of Fear, welches ich so ein bisschen in diese Richtung einsortiere. Also da ging es auch darum, in so einem alten Haus rumzulaufen und irgendwie waren da Geister und Dämonen und du musstest halt Sachen finden und offensichtlich denkt er ja auch darüber nach, dass man wohl getroffen wird und sich heilen muss, sonst gäbe es da kein Medic-Kit. Und Waffen und... Und ja. den Waffenreiter und so, also irgendwie plant er damit, dass es in irgendeiner Form... sowas wie Hide and Survive oder sowas werden soll. Aber davon ist er, glaube ich, noch eine ziemlich große Ecke entfernt. Mhm. Ich fand es schon fast ein bisschen zu langsam. Ja, ja. Ich fand, es war nicht... Man hat also, lange gebraucht, um die... Um zu raffen, wie das Spiel denkt. So, dass man, du musst dahin gehen und dann wird irgendwie eine Tür geöffnet, dann kannst du zurückgehen, weil wir haben jetzt erst dann auch irgendwie, dann war dieses Bild mit den Teilen und wir haben angefangen, irgendwie nach den Teilen Ausschau zu halten. Ja. Deswegen, also wenn das halt größer wird, dann macht es vielleicht irgendwie Sinn, aber jetzt in dieser Demo noch überhaupt nicht. So. Ja. Also mir hat es nicht gefallen. Mir hat es einfach nicht gefallen. Layers of Fear habe ich mich auch eingekackt, aber es war ein gutes Spiel. Hm. Und das war, also es ist noch kein gutes Spiel. Die Frage ist hier so ein kleines bisschen, ist es einfach noch übrigens zu asiatisch? Ja, vielleicht. Also auch das, also mich hat ehrlich gesagt diese Synchro an ein paar Stellen einfach rausgehauen. Ja. Und meine Güte, das ist wirklich Localization, also die Lokalisation im Sinne von das Umstellen auf die entsprechende oder das Anpassen auf die entsprechenden Märkte. Ne? Das ist ja so, der Standard ist erstmal okay, wenn du nur eine Sprache schaffst, dann mach Englisch, damit so viele Leute wie möglich mitbekommen. Und wahrscheinlich hat er das auch, haben die es auch gesagt, ey, das Ding muss irgendwie von mehr Leuten als Japanern spielbar sein. Und deswegen mach irgendwie eine englische Lokalisation. Und die war tatsächlich leider einfach überhaupt gar nicht gut. Wir können ja mal kurz hier auf den Bildschirm gerade gehen, um mal noch so ein bisschen kleine Infos zu geben, falls man selber mal irgendwie stöbern will. Das Lurk ist jetzt in the Dark hier Prologue bei Steam. Genau, also es ist auch so beworben, dass es der Prolog ist. Übrigens, das finde ich ganz schlimm, ne? Leerschritt, Zeichen, Leerschritt.
kann ich nicht mit umgehen. Aber hier sieht man so ein bisschen, in welche Richtung es irgendwie gehen soll. Also wenn man nur die Screenshots kriegt, dann glaube ich, wow. Denkt man schon so, okay, krass, dieses Spiel haut einen ganz schön um. Aber nimmt halt auch echt viel vorweg. Ja. Irgendwie, auch also in die Screenshots Trailer. Darfst du dir eigentlich nicht reinziehen. Genau, da war der Jumpscare mit den runterfallenden Dings war da schon mit drin unter anderem. Aber hat halt super Bewertungen bekommen, ne? Ich habe halt geschaut vorhin nochmal, wenn du rechts guckst, Nutzer-Reviews sehr positiv. Ja, auf jeden Fall. Also den Leuten gefällt. Also, ich weiß nicht, wie ist euer Gefühl? Englisch, mehr muss man nicht sagen, genau. Englisch. Haha, diesmal nicht, Freunde. Captain Amok. Ja. Danke für den Sub nochmal. Danke für überhaupt Sub. Auch für die Unterstützung. Thanks for the support. All over the time. Ja. Download Content, DLC. Shut the world. Soll angeblich da sein. Friday. Hab ich nicht gesehen. Angeblich. Er hat geplant, dass im Februar so. Ah, da. Da sind DLCs. Ah, lol. Ja, vielleicht ist das Erste, was dann Sinn macht. Boah, guck mal, der Prolog, wie das Vorschaubild des Prologs ist. Mhm. Ja, aber das ist so ein bisschen die Frage. Also könnt ihr letztendlich auch entscheiden im Discord, ob wir das jetzt hier vielleicht irgendwie dem Prolog nochmal eine Chance geben wollen. Also die Spiele, die wir jetzt hier noch vorbereitet haben, ich glaube, Cry of Fear hatte ich mir hier vorbereitet für dieses Mal oder nächstes Mal. Das ist, glaube ich, City of Fear, ne? Oder was? Cry of Fear? Nee, Cry of Fear. Cry of Fear. Das ist ein Half-Life-Mod. Wenn ich mir jetzt, genau, es ist ein Half-Life-Mod und hier läuft man irgendwie rum, das ist ein bisschen, es hat Shooter-Teile. Wollte ich gerade sagen, es ist, glaube ich, viel Geballer. So habe ich das verstanden. Viel genau. Geballer auf Zombies. Da habe ich noch Emily Wants to Play, das haben wir schon mal gespielt. Wollte ich sagen, haben wir schon mal gezeigt, ne? Ja. Fear of Clowns. Wäre vielleicht ganz nett für so ein Quickie. Das sah ein bisschen dumm aus auf jeden Fall. Ja. Ist ja kurz, ja? Ja, so fühlt sich so an. Genau, das haben wir gespielt. Dann haben wir noch Silver Chains auf jeden Fall. Das würde ich allerdings aufsparen, wenn... Das war eigentlich geplant für die erste Folge, kann man ja mal kurz sagen. Nämlich, wenn Head Up rumgekommen wäre. Das ist nämlich von Head Up. Und das hätte ich dann mit dem Gregor zusammen gespielt. Mhm. Und ich glaube, das macht Sinn, dass wir das mit den Entwicklern spielen. Ja, das wäre cool. Mit den Publishern, wenn die mit dabei sind. Ähnlich, also Soma hatte ich nochmal installiert. Das haben wir mal angefangen. Könnte man weiterspielen. Das sah, glaube ich, noch, das sah ganz arty aus. Optisch fand ich das spannend. Unforeseen Incidents. Backwoods. Ist halt nicht so richtig gruselig, glaube ich. Ja, das machen wir aber auch nochmal. Müssen wir eigentlich unbedingt mal spielen. Alleine den Bäumer zu ehren. Hier haben wir noch eins. Also ihr könnt auf jeden Fall, was ich damit zeigen wollte, ihr könnt auf jeden Fall Vorschläge in den Discord schreiben zu Horrortiteln. Also The Evil Within wurde sich ja schon jetzt quasi sehr deutlich gewünscht in Form von Hier ist der Key, macht mal. Das war es jetzt genau von den Sachen, die ich hier runtergeladen hatte. War was nochmal? Genau. Also wenn ihr da irgendwie Vorschläge habt, dann schickt es gerne in den Discord, dann machen wir alles möglich. Evil Within 1 haben wir noch nicht gespielt, nein. Das wäre auch quasi blind und das erste Mal. Ist vielleicht ganz schön, weil es ein paar Folgen geht. Wir haben jetzt in der ersten Folge die Alien DLCs gespielt, jetzt haben wir hier Lurk in the Dark gespielt, das war ein kleiner Downer, das war jetzt nicht ganz so geil irgendwie. Und beim nächsten Mal kann man mit Evil Within, da weiß man auf jeden Fall, dass das ein geiles Spiel ist. Und das ist ein ganz schön... Und irgendwann, Marcel, hast du bestimmt nochmal Lust auf Outlast. Ich glaube aber, Manasch hat Teil 1 geschickt, Chrono, nicht Teil 2. So wie ich das verstanden habe zumindest. Das überhört er immer. Ja, wir haben jetzt erst 21.40 Uhr. Wir können ja noch, keine Ahnung, in dieses Clown-Ding mal reinschauen. Weil es ist noch sehr früh, oder was meint ihr? Wenigstens mal kurz reinschauen. Fear of Clowns, komm. Bevor jetzt irgendwie die Zeit irgendwie komplett so kurz vorbei ist. Aber dann machen wir nicht mehr allzu lang und schauen ihn mal rein. Hoffentlich gibt es noch irgendwie was Gruseliges für euch. Ich habe keine Lust auf Clowns. Nicht, dass ihr euch langweilt. Und das, lieber Dirk, ist dein Part jetzt. Fear of Clowns, New Game. Ich bin gespannt. Guck mal, die rote Nase ist dein Mauszeiger. Kannst du klicken? Ah ja. Press Enter. Oh, okay. Ja, gut. No. Jumpscare. Scheiße.
Der Bührener Horrorclown. Björn, du kannst dir so viel merken. Ohne Scheiß, das ist ja unnormal. Ich hasse Jumpscares. Ich auch. Jumpscares, scheiße, genau. Loading. Jumpcare, genau. War übrigens auch im Ring der Formatnamen für Horrorphobia. Jumpscare, scheiße. New game, new bits. Ja. Danke. Okay. Hast du Taschenlampe mit F oder irgendwas? Nee? F wie Funzel. Okay, du kannst springen, kannst laufen, kannst du sprinten. Ja, nee, das ne? War mein Sprint gerade. Okay. Wie du einfach in die Küche läufst, ohne dich umzuschauen. Ich finde, Zuschauen bei diesen Spielen ist wesentlich schlimmer, als selber zu spielen. Puh. Cheesecake. Boah, kriegt er sich schnell hin. Zack. Scheiß Schrottspiele, ey. Ich schwör's euch. Weißt du, dann bringt's halt nicht raus. Ehrlich mal. Siehst du auch ein Gesicht? Ja, gut. Es hat doch geklopft, oder nicht? Nimm mal ja an die Tür. Hat nicht geklopft. Natürlich. Sei ruhig, es hat nicht geklopft. Wir haben eine kleine Wohnung, also können wir uns nicht verlaufen, glaube ich. Oh Mann, was rum? Warum erschrecke ich mich jedes Mal? So, also jetzt mal ganz ehrlich. Alter, sein Bad ist größer als sein Schlafzimmer. Kack geschnitten, die Wohnung. Geh doch mal an die Tür. Es hat nicht geklopft. Es hat geklopft. Ist in deinem Kopf. Versteckst dich hinter der Tür? Gucken, ob man noch irgendwas aufmachen kann hier. Erstmal rausfinden. 666. 739418. Kann das mal einer kurz aufschreiben hier bitte? 379418. 08. 08. Was ist mit dir? 37. 37941 08. 37941 08. Boah. Geh doch mal raus hier. Jetzt wird die Tür aufgemacht. Du machst mich irre. Das machst du doch absichtlich. Niemand geht so raus. Hauptsache, er hat seine Wohnungstür aufgelassen einfach. Das Fahrrad. Error spielt Binding of Isaac. Rebirth. Ich frage mich, was er geladen hat. Too dark. Ich habe eine Etage übersprungen.
Digga, was machst du? Ich will gucken, weil ich wissen will, wie lange ich nach hinten gehen kann. Das geht nicht. Wie? Was ist das? Da liegt doch was. Gut. Someone lost his keys. Da ist auch zu dunkel, denke ich. Das sind realistische Graffitis in so einem Wohnhaus. Okay. Oh, da links war Blut. Nee, Topf. Wieso guckst du nur in eine Richtung? Ich hab doch geguckt. Kannst du Lichter anmachen? Ist das ein Lichtschalter? Eine Klingel? Nee. Kein Sinn, daraus ein Lichtschalter. I went to the abandoned house. Das Handy hat eine Nachricht gekriegt. Escape vielleicht? Wahrscheinlich. Du hast eine Ach, das ist das Menü. Enter. E. Oh. Was gackern die da in der Regie eigentlich so? Keine Ahnung. Worüber freuen die sich? Okay, der hat diesen Clown da gefunden in diesem gruseligen. War es Tschernobyl? Nee. Clear. Ein weiter. Da. Nee. The number is not available at the moment. Please try again later. Okay. Halb zwei haben wir es in dem Spiel. Hä? Aha. Jetzt schauen wir uns um, ja? Hast du gesehen, da war was. Nee. Da war was auf dem Boden, da ist das hier lang gelaufen. Dahin. So. Hierhin ist gelaufen. Ehrlich? Hierhin. Was denn? So was Kleines ist der um die Ecke Clown? Gegangen. Die Clownsfigur? Nein, sowas klein, noch kleiner als das. Noch kleiner? Geh mal wieder in deine Wohnung. Erstmal Nap. Also nicht die Figur, sagst du. Haben wir schon. Irgendwas, russische Zeitung. Ich denke wieder zurück. Das ist, weil unsere Tür stand auf. Aber hier ist ja zu. Oh, scheiße. Können wir jetzt nach oben? Nee, ne? Also nach unten. Hier ist auf auch noch. Da an der Wand? War da was?
Hast du deine Etage angemacht? Keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Etage wir sind. Gar nicht. Ich habe sie 9 angemacht. Jetzt muss er wieder die leeren Räume laden. Keller doch nicht. 9 habe ich gedrückt. Ich habe nicht Keller gedrückt. Fährt er in den Keller? Nein. Steht das? Ich glaube, das Spiel ist auch kacke. Zwölf bist du jetzt. Das ist da, wo zu war, glaube ich. Hier sind wir wieder, ne? Nee. Good one. Da steht was am Boden. Nee, Glas. Scherbis. Zettelchen. I was sure that this nightmare never returned to me. When I was a child, I saw frightening things which other people cannot see. My parents sent me to a psychiatric hospital. Doctors gave me a lot of medicament, and I pretended that I feel better and don't see my visions. After a few weeks, they would let me go home, but one of the new patients brought the strange toy. Terrible events started to happen from this day. Die Tür ist jetzt auf. Oh. Clowns Gesicht. Ist die Figur jetzt größer geworden? Oh. Ist das Gesicht noch da? Oben? Nee. Was ist das überhaupt schon wieder für eine Situation? Wir laufen da so durch dieses Haus. Es muss so irgendeinen Sinn geben. Wir laufen irgendwie rum, finden den Schlüssel, gehen wir in die Wohnung, dann fahren wir im Aufzug, gehen wir in noch irgendeine andere Wohnung. Es macht keinen Sinn. Natürlich. So lebt doch keiner. Nee, da, Tür auf. Da. Nee, ist Tür zu, ne? Klingel, Notklingel. Alarm. Oh nein. Das ist das Dreirad, oder? Hüpfen wir ab. Was ist jetzt im Da war der Mini-Clown, hast du gesehen? Ich seh. WTF? Ich seh nix! Und der Fernseher geht immer aus. Ja! Das sind erschwerte Bedingungen. Exit Game, Safe Game? Safe Game. Haben wir es verloren? Kannst du raus? Kannst du klicken? Wir sind Level 5. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, es ist abgestürzt. Ja? Geh nochmal aufs Spiel. Irgendwie will ich jetzt wissen, wie es weitergeht. Haben wir jetzt gerade verloren, weil der Clown uns gefunden hat? Ich will nicht wissen, wie es weitergeht. Hat uns der Clown gefunden?
Was ist passiert? Wir wissen es auch nicht. Das untere ist halt, ja. Ich verstehe es null. Nein, keine Clowns mehr. Doch ein letzter Versuch. Dahinter war was. Ja. Hast du Angst vor Clowns? Ach, es geht eigentlich. Ja, ich bin. Kleine schwarzhaarige Mädchen. Das ist schlimm. Wenn es wieder abstürzt, dann soll es dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Fear of Clowns. Fear of Clowns. Jetzt alle. Fear of Clowns. Fear of Clowns. Fear of Clowns. Fear of Clowns. Fear of Clowns, mein Lieblingsspiel. Fear of Clowns, ich liebe. Fear of Clowns, spielt mehr. Fear of Clowns, alle lieben. Fear of Clowns, das Beste. Fear of Clowns. Krass, ich mach morgen direkt einen Remix. Du darfst nicht mehr singen. Janik macht aus allem einen Remix. Und da musst du wieder ein Video drehen. Ja, jetzt im Homeoffice. Im Anzug. Im Homeoffice, da sitzt er gestern nur da und produziert Musik. Vier auf. Ach! Okay. Mann! Einmal noch, komm. Ich rufe es noch kurz einmal noch. Es hat auf jeden Fall länger geladen als eben. Aber dann ist Schluss. Ich will das nicht mehr. Warum bauen die so ein Spiel? Ohne Scheiß. Deren Spiel funktioniert nicht. Weil ich mache jetzt den Autosave. Der ist direkt davor gewesen. Okay? Okay. 21:55. Yes. Spiel kaputt. Fear of Clowns. Spiel mit mir. Fear of Clowns. Ah. Alle lieben. Fear of Clowns. Fear of Clowns. Gib mir in den Chat Fear of Clowns. Alle lieben. Vielleicht ist das Exit Game. Und du musst auf Exit Game klicken, damit es weitergeht. Nein. Kann man im Aufzug die Etagen auswählen? Ich hatte nicht ich das Gefühl, nicht. Dass ich wirklich viel Einfluss darauf habe, ehrlich gesagt. Aber man weiß es nicht. Also wenn es irgendwie so einen... Er lädt jetzt schneller als eben. Zum dritten Mal jetzt am schnellsten bisher. Come on, baby! Give it to me! Vielleicht hat das Spiel... Oder der PC zu viel Angst vor Cloud. Oh, pass auf. Zu viel Angst vor Cloud. Clowns. Tschüss. Oh. Kack. Kack. Oh Mann, es ist doch mal gut jetzt. Wir spielen nicht mehr. Ja, das war tatsächlich. Ich glaube, das war die weirdeste Horror-Gameplay-Session ja. Ever. Ever. Ohne Scheiß. Ich habe noch niemals. Er hätte Code noch. Code noch. Das war wirklich, also wirklich die weirdeste Horror-Gameplay-Session aller Zeiten. Es tut mir leid, das konnten wir nicht ahnen. Der Trailer und die Vorschaubilder sahen ganz gut aus von Lurk in the Dark. Und Fear of Clowns, it's na gut. It's okay now! Da hätte man das nicht denken können, dass das nichts ist. Ja. Aber das hat, es war verlockend. Das war geil, du auf deinstallieren gedrückt hast. Fuck you, Schade. Game. Was soll ich sagen? Fear of Clowns. Nächstes Mal dann? Yannick hat heute vorgeschlagen, dass Horrorphobia öfters kommt jetzt. Mhm. Ja, jetzt mit so einem, ich sag ja immer, Outlast musst du noch spielen, Marcel. Was soll ich sagen? Outlast weiß ich nicht. Wir haben Outlast mal angefangen zu spielen im Horror-Gameplay, ganz früher mal. Aber weiß ich nicht, das muss nicht sein. Vielleicht ist tatsächlich The Evil Within. Ach, das ist so ein guter Titel, wirklich. Jetzt mal ganz gut irgendwie. Das ist so ein guter Titel. Ja, das können wir zusammenspielen, wenn du willst. Ich habe immer, ist ja schwierig, terminlich auch. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, wann sind wir wieder da? Wir sind wieder da am Mittwoch ab 18 Uhr. Stimmt. Mit Formel 1 Training. Ja, diese Woche Mittwoch und Donnerstag Formel 1. Ich fahre mit beim Pietsmeet Grand Prix Online. Grand Prix Online. Wo ich, muss man sagen, fairerweise auch durchaus schon mal in der Teamwertung schon mal mit meinem Kollegen, wir haben sehr gut abgeschnitten, den ersten Platz gemacht. Dirk hat den Grand Prix Online Nummer 2 gewonnen. Ja. Gewonnen. Ja. Also im Ernst. Also Erwartungen können ruhig bei euch auch hoch sein. Ich glaube, du zählst automatisch dann zu den Favoriten. Ich bin Favorit. Als einer der Gewinner, der Sieger des Grand Prix Online, bist du automatisch Favorit, glaube ich. Ja. Ich glaube das auch. Genauso wie wenn, keine Ahnung, der BVB deutscher Meister wird und in der nächsten Saison alle Spieler verkauft und alle wissen, das ist nichts, bist du, glaube ich, automatisch Favorit als deutscher Meister. Ja, ich denke das. Und du als Grand Prix Online-Sieger irgendwann mal... Das ist ein direkt Spitzenspiel sozusagen. Weil jedes Mal, wenn ich antrete, wissen alle jetzt einschalten.
Das weiß auch Bram. Er wird mich, denke ich, in höchsten Tönen wird er mich loben. Ich glaube das nicht. Das wird krass. Ja, ich hatte auch Scarface. Und du hattest auch schon mal Doms? Ich hatte auch schon mal Doms. Das lief nur so mittel. Zweimal Doms, ne? Zweimal Doms, einmal Scarface? Ich glaube, ich das... Ich weiß, dass Yannick saß, aber nur daneben. Ja, Yannick war Coach in dem Moment. Nee, war dreimal Gas. Ja, genau. Gab's drei Kompion ja, genau. Oder vier? Doms, drei, ne? Scarface, Doms, glaube ich, war die Reihenfolge. Genau, also letzter, erster, letzter. Ja, ich glaube, wir sind nicht letzter geworden bei einem der Male mit Doms. Ich glaube schon, ich glaub, aber nicht, ihr habt nicht mehr null Punkte geholt. Ich glaube, wir sind nicht letzter geworden, weil es ist irgendwer nicht... Er hat sich disqualifiziert. Irgendwer hat sich disqualifiziert, ja. Ja. Aber weißt du schon, mit wem du fährst? Nee, ne? Nee, weiß ich noch nicht. Ich habe Scarface wieder angefragt, sicherheitshalber. Ja, hast du? Ja, klar. Du Geier, ey. Ich hoffe, er hat Bock. Unfassbar. Das wird richtig gut. Und am Donnerstagvormittag natürlich Spawned wieder. Ist letzte Woche ja ausgefallen, weil ich auf dem Fachtag, dem Medienfachtag war in Hamm. Ich freue mich drauf. Genau, und Freitag spielen wir The Witcher. Und Freitag wieder The Witcher. Also gibt es von hier die Woche. Von diesem Sofa aus. Wie findet ihr die neue Wand? Die hat der Tobi gestrichen, der gerade in der Regie sitzt. Die ist toll. Tobi. Ich finde sie sehr großartig. Ich finde, die Kamera ist noch ein bisschen weiter weg, zu weit weg. Die könnte noch so ein bisschen... Bisschen näher ran noch, ne? Ja, ein bisschen näher ran. Ja. Haben wir einen Favorit schon für einen Host? Hast du schon was rausgesucht? Ich glaube, die Regie hat, glaube ich, noch nichts geschrieben. Ich habe zumindest nicht gesehen. Weil sonst gucke ich mal. Dirk schaut. Ich gucke. Hier muss ich. Also wie gesagt, echt irgendwie sorry. Also die Horrorphobia soll eigentlich ja auch wirklich gruselig sein. Und ich glaube, Lurk wie of the Dark in the Dark. Na, du hattest mindestens Lurk einmal einen ganz netten hatte Momente, ja, hatte Momente, aber es war nicht so krass wie beim letzten Mal. Wie war das so heute? Munchie Crunch kommt gerade. Die war letzte Woche war sie an meiner Seite. Heute war tatsächlich ein bisschen Flaute. Also Lurk in the Dark hatte Momente, aber war größtenteils schnarchig. Und Fear of Clowns war halt ein Witz. Das Ding ist halt, das ist ein Trollspiel. Das ist einfach Kacke. Es macht keinen Sinn. Wir haben das nicht verstanden und irgendwie ist es ständig abgestürzt. Also macht keinen Sinn. Was habt ihr das letzte Mal gespielt? Das letzte Mal haben wir die DLCs von Alien Isolation gespielt. Ich habe das Hauptspiel irgendwann mal im Horror-Gameplay durchgespielt, aber die DLCs halt noch nicht. Und die haben wir jetzt nachgeholt. Und beim nächsten Mal suchen wir uns einen fortlaufenden Titel aus, der so ein bisschen länger als eine Session geht. Wir haben jetzt, das war jetzt die zweite Ausgabe Horrorphobia und gleichzeitig von diesen beiden Folgen die deutlich schwächere. Ja, und leider. Wir könnten es viel Ori live überall, alle spielen Ori and the Will of the Wisps. Hm. Wir können aber auch zum Beispiel, wir wollten wir letztes Mal eigentlich schon hingehen, zu Orkenspalter TV gehen, Mairis meditatives Malen. Ah, Mairis meditatives Malen. Ich finde das ganz geil, jetzt so ein bisschen runterkommen vom Horror-Gameplay, Lass oder? Da ganz liebe Grüße da. Die Mairi war letztens bei uns zu Gast beim Gratis-Rollenspieltag und bei Zwei-Zimmer-Küche-Nerds. Orkenspalter TV. Da haben wir über Rollenspiele gesprochen, und zwar die Pen-and-Paper-Rollenspiele und nicht die anderen. Dirk, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ah, die malt hier Figürchen. Du musst irgendwann nochmal rumkommen. Wenn der Titel ein bisschen mehr hergeht. Ich guck mal, ne? So Outlast. Ich guck mal, ich muss ja oft dann auch los einfach. Also Leute, gute Nacht, vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns Mittwoch um 18 Uhr zu Formel 1. Auf Wiedersehen und tschüssi.